Jetzt haben wir hier gespawnt. Jetzt ist auch der Käfig weg, hast du gesehen? Dann habe ich, jetzt in meiner Fantasiewelt ist der Tiger jetzt befreit und glücklich mit seiner Familie. Ja. Ja. Oh, ein Weißer unten. Granate rein! Nein. Warum nicht? Solange wir ich nicht brauchen zwei Tiger. Wofür denn? Ich weiß es nicht genau, aber wir brauchen sie auf jeden Fall. Ich töte die erst, wenn ich weiß, wofür. Okay, alles klar. Dann mache ich den Wasserfall runter. Machen wir. Ja. Schade. Ja. Es hätte, glaube ich, besser ausgesehen, wenn man die Rampe genommen hätte. Wie geil! Kann ich von hinten anschieben und wieder reinspringen? Das wäre super. So. Ja. Und reinspringen. Und reinspringen. Und nochmal runterschieben. Wahnsinn. Super. Ah, das ist so toll, das Spiel. Perfekt, wir haben es geschafft, ohne dass wir brennen diesmal. Darf ich nicht durch, raus? Da bist du zu dick. Du vielleicht, ich müsste eigentlich da durchpassen. Ja, aber hat das Spiel ja offensichtlich gerade dir nicht erlaubt. Ich weiß nicht warum. Das hatte ich erkannt, dass du mit dabei bist. Und erledige den einen mit dem Fallen, spring auf den anderen drauf. Nö, stink ich so? Das ist der Hammer. Der eine hatte auch gerade irgendwie gesagt, dass er scheinbar Sackratten hat. Ach, guck mal, da eine Schildkröte, hast du gesehen? Das war es nicht der Hai, der hier irgendwie in der Nähe war? Nee, der ist ja irgendwas über den Steg gelangt. Ich hab's noch nicht gedacht. Er ist sehr gut geparkt. Unsere Jungs können das genauso gut. In der Pause da ist übrigens der Leopard, vielleicht willst du den noch schnell abschießen. In der Pause kriege ich garantiert Ärger von Fritz, weil ich die ganzen Tiere nicht umbringe. Ja. Der traut dich wenigstens und macht das live. Hol doch wenigstens den Leopard. Wenn der schon deine... Ach, den lässt du dann deine Leute ab. Nein, wenn er Leute umbringt, dann... Hallo! Ja, jetzt hast du halt auf deine Leute geschossen. Jungs. Die sind nicht ernsthaft sauer, oder? Ja, natürlich. Hallo, du hast sie gerade angeschossen, da wäre doch wieder sauer. Ja, aber mitten im Kampf, beruhigen die sich auch irgendwann wieder? Nein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die sind jetzt rot. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand seine eigenen eigene Verstärkung abgeschossen hat. So, wir wollten die Folge von einer halben Stunde beenden. Haben es nicht geschafft, aber vielleicht schaffen wir es jetzt. Oder? Ja. Also, ach guck mal, siehst du? Und schon hat es sich gelohnt. Wahnsinn. Es lohnt sich doch, Tiere umzubringen. Hallo? Was? Das ist doch mal eine Botschaft von einem Spiel. Da haben wir jetzt was gelernt in der Folge. Wenigstens das. Haie sind vom Aussterben bedroht. Viele Arten. Das ist nicht okay. Ich würde auch, weil ich in diesem Spiel jetzt hier auf irgendwelche Tiere schieße, nicht in echt auf irgendein Tier schießen. Nicht mal aufs Kleinste. Also. Ja, das natürlich klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich ganz einfach auf Menschen schieße. Aber. Das kommt noch dazu. I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. Welcher Mensch fragt denn nicht sofort nach, was sie gefunden hat? Ich hätte was total Wichtiges gefunden. Komm mal nachher vorbei. Okay, bis dann. Wer fragt denn nicht nach, was sie gefunden hat? Vielleicht jemand, der andere wichtige Sachen zu tun hat, wie seine Freunde befreien oder sowas? Das spielt er ja vielleicht mit rein. Er muss doch informiert sein. Dieser Jason. Er ist ein bisschen überfordert. Ich meine, er wird ja von uns gesteuert. Er kann froh sein, dass er gerade ausläuft. Ich kann mir keinen Urlaub leisten. Ihr klickt nicht genug auf unsere Werbung. Der Fritz muss hier von Zwieback leben. Brandzwieback. Mmh. Wobei wir schon wieder beim Essen wären. Lecker Brand. Mein Lieblingszwieback. Ich springe jetzt einfach runter. Nein. Ja, mach. Ah! Ha, siehst du? Okay. Ne? Puh. Ja, super, jetzt geht's hier nicht rein. Sollte gehen. Möchte ich das? Das ist immer, wenn wir kommen. Hast du das gehört? Ja, du hättest halt mal Deo auflegen sollen. Ist der Smell. Okay. Machen wir erstmal hier mal ein bisschen sauber. Wo war nochmal eine Granate da? Da. Ah, nee, das war ein Stein. Nee. Nee, war doch eine Granate. Sieht also eh nicht aus. Mit Christian in den Krieg ziehen, ist gefährlich. Halt mal kurz diesen Stein für mich. Na gut, wenn du in die Ecke läufst und der halt mit der Shotgun dir ins Gesicht schießt. Meinst du, das verträgt generell niemand so gut? Sieht mir danach aus wie du. Nein, was ist denn heute los mit mir? Das ist dann wie mit Kindern. Ich bin ja dann, ich löse dieselbe Effekte aus wie nervige Kinder. Ach nein. Lisa! Kannst du jetzt steuern? Okay, ich denke, das ist so ein Schuhbacken.
Oh. Moment mal, wo hat denn der eigentlich seine Waffe her? Ruhe. Oh mein Gott! Oh, Granatwerfer. Okay. Haben wir garantiert gleich Fahrzeuge. Das kennt man. Aber auch. Jason geht voll ab, oder? Hier, ja, ah, geil, hast du die Explosion gesehen. Ich finde, die fährt eigentlich ziemlich gut. Ja. Wenn ich jetzt am Steuer wäre, würde das anders aussehen. Aber massiv. So nehmen die uns das Auto nie wieder ab in der, beim Leihservice. Halt ich mal. Er geilt sich da sehr dran auf. Der hat eine ganz schöne Transformation zu, durchgemacht, ne? Vom Anfang, wo es ganz, jetzt schon echt so die harte Sau. Er geilt sich da sehr dran auf. Ach guck mal, jetzt sind wir wieder beim Dr. Earnhardt. Boah, ist das hübsch, das Spiel, unglaublich. Alternativ, weiß nicht, ob es mehrere Enden in dem Spiel gibt. Könnten wir jetzt auch mit den beiden Mädels zu einer Insel fahren und uns da halt da ein neues Leben aufbauen. Also, ja, es gäbe Schlimmeres, oder? Wäre jetzt so mein Vorschlag, spontan. Na, guck mal, sie hat hier Erfahrung mit Schiffen, denn sie hat Erfahrung mit Schiffen. Eine will er noch, hat der Fritz mir gerade gesagt. Ob er hier die Mädels meint oder ob er noch eine Folge spielen will, weiß ich nicht genau. Ich meinte eigentlich noch eine Folge spielen. Na gut. Und nicht gesagt, womit? Oh. Ah, Mash, Mash! Schnell! Upsala! Okay. Holla! Also Far Cry bringt uns den Schiffsbau ungefähr auf dem Niveau bei, wie Gears of War uns Chirurgie beibringt. Nämlich, wenn jemand verletzt ist, auf die Schulter klopfen. Und das ist hier das Äquivalent. Wenn so ein Boot hier so gestrandet ist, einfach mal hier ein bisschen dran drehen. Wie ist denn mit dem Schaumstuhl nicht auf den Motor raufgehauen? So ein bisschen klonk, klonk. Und dann geht's halt schon wieder. Ach, guck mal, wir landen hier. Er ist ja komisch. Wir nehmen die Droge da vorne und dann landen wir hier hinten. Das ist aber oft so. Du nimmst die Droge irgendwo und landest ganz woanders. Ganz woanders. Was möchtest du hier haben? Ich will gerade, achso, nein, das reicht. Du hast ja eines Ding gekauft. Du bist wie so ein Kind an der Supermarktkasse. Christian, du musst dir eine Sache aussuchen. Das ist dann wie mit Kindern. Ich löse dieselbe Effekte aus wie nervige Kinder. Das ist so geil, weil da brauche ich erstmal eine Pause. Das ist das typische GameCube-Problem aus, haben wir oft auch. Weißt du, dann hat man zu viel Geld im Geldbeutel, es passt halt nichts mehr rein. So, und dann, was macht man dann? Ne? Man weiß es nicht. Also, ich kaufe immer mal so viel Eis, ich habe am Ende das mal kein Geld mehr. Und bei einem Gleitschirm geht es halt länger. Und länger ist immer besser. Das sagt deine Freundin auch immer. Trotzdem hörst du ja nicht drauf. Ups, im Baum gelandet beinahe. I need to talk to you. Oh, da muss jemand mit uns reden. Ja, aber jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Hallo. Du musst erstmal Waffen wegschmeißen. Over here. Ruhe. Bin ich gerade beschäftigt? Sprich doch mal mit ihm. Over Gleich. Here. So ein bisschen Geduld haben. Das muss man auch lernen. Das ist wie mit Kindern. Man darf da nicht sofort drauf reagieren. Wie bei dir. Ich habe dir ja auch nicht sofort erlaubt, dass du die Waffenskin kaufen hast. Man muss erst ein bisschen warten. Nach 10 Folgen. Was macht denn der da? Der dreht schon völlig durch. Ich merke das schon. Muss ich ihn von vorne ansprechen? Oder ist das okay? Ja. So vielleicht? Hallo. Wie geil! Ja. Over here. Ja. Herrlich. Komm hier. Ja. Aber zwischendurch klingt es auch vielleicht schaffe ich es irgendwie. Dieser Punkt da. Duck dich mal jetzt vielleicht. Nee. Hey, over here. Versuch's mal nochmal von drinnen. Hey, you. Over here. Ja, you. Schon morgen geworden in der Zeit. Der Tag ist vorbei, aber wir schaffen es auch noch, miteinander zu sprechen. Geil. Das schaffen wir noch. Ja, geil. Dafür war es 50 jetzt. Dollar. So viel ist in denen eh immer nicht drin. Also es lohnt kaum die Zeit, bis der sich hingekniet hat und man es gelootet hat. Für 18 Dollar ist halt nichts wert. Für 18 Dollar steht der Christian halt... Da loote ich doch keinen toten Körper. Da geht er nicht irgendwo, guckt aber irgendwo hin. Da bücke ich mich nicht für 18. Nee. Für 18 Dollar bücke ich mich nicht. Heavy Duty, Shark Skin. Ach, guck mal, schon wieder. Der Haie. Baut sich ein Geldbeutel. Er ist halt ein echter... Ja, aber echt. Ein echter Snob. Ist ein echter echt. Wir use the tags to find the families if they still got them. And ship the bodies back. For a fee.
The families get their loved ones, and we get to keep operating. This ain't goodwill. Fair enough. I'll let you know if I find any text. Schön übersetzt. Ja. Yeah. Und die Wohlfahrt haben sie mit die UNO übersetzt. Ja. Obwohl, es ja, ist auch komisch. Man, in Deutschland wird das ja auch total passen. Man sagt, wir sind ja nicht die Wohlfahrt. Ja. So kommt dann da die UNO her? Die UNO. Wir meinten jetzt Kartenspiel. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Ein Smartphone. Ist das auch von dem Japaner von damals? Wie bitter wäre das? Der hat vor 50 Jahren das Smartphone erfunden und ist dann da gestorben. Der wäre jetzt ein reicher Mann. Am besten nehmen wir jetzt erstmal eine Zeit lang keine Blätter mehr mit. Ja. Weil die sind so schwer. Das stimmt. Das da hat man ja halt, immer wieder so, weißt du, drei Blätter mitgenommen. Weißt du, du sammelst halt 8 Blätter ein, ist der Rucksack voll. Das fickst du fertig abends. Das ist echt schlimm. Ein Jahr. Für dreimal um die Ecke laufen, so viel Geld kriegen die dafür. Oder die Bezahlungen sind halt so schlecht. Das, auf uns hat es auch $500 gibt ja, der. Das ist der Hammer. Wie viel verdient der damit? Hammer. Das ist ein Jahr davon. Wir haben den falschen kann. Job. Absolut. Ja, wir müssen japanische Leichen sammeln gehen. My daughter Nadia ran away with a boy. They want to kill themselves. They are young. They think life can never get better, so they leave. Please, find Nadia, bring her back. She is young. We look everywhere. No, not everywhere. We didn't go to Bihar Rock. Please, sir. Can you go there? You'll be faster. Die China hat seit einer halben Stunde weinen und ja. Wissen so, einen Platz haben wir noch nicht gesucht. Was machen wir jetzt? Wir warten auf den Typen. Warten wir auf irgendjemanden, der vorbeikommt. Ist einfach genießen einfach, am besten. Genau, einfach gucken und einfach Spaß dran haben. Thank you. Ja, Mitte. Ja. Das ist schon wieder der nächste Tiger. Ja. Das ist wie bei der Klassiker. Andere Knopf auch noch. Wer ist das denn? Oh, dann lass ich die erstmal machen. Wollte den Jeep haben. Deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, steigst du aus. Martin wieder mit seiner Schrägoptik. Höhle? Höhle. Ein Tempel. Wie wir es erkennen, ne? So auf den ersten Blick. Wahnsinn. Höhle, Tempel, oh, Flugzeug. Auch ja. Bei uns kann man Bilderrätsel machen. Wahnsinn. Was wir alles können. Dennis! Who stands beside you? A young warrior. Here to be presented to Citra. Proceed! Ich dachte schon, sie hat aber eine ganz schön tiefe Stimme. Was war nur der Türsteher? Hi. Do they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. So, mal hoffen, dass das klappt hier mit hier oben. Ja, gut aus, natürlich. Ja. Das jetzt sieht sehr gut aus. Oh, das Reiseführer Martin. Ja, upsala. Also irgendwie führte da ein Weg hoch, aber. Gut, ja. Dass wir ganz hoch gefahren sind und jetzt wieder runterklettern. Ja. Hier sind bestimmt Zombie-Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder die. Ich war nur eine Vermutung. Ist aber auch, weißt du, was nochmal richtig gut ist, dass du unsere Waffen so in Tarnfarben angemalt hast. Ja. Ich glaube, da werden wir viel schlechter jetzt entdeckt. Jetzt auf einmal, ne? Weißt es plötzlich zu schätzen. Du hast schon gemerkt, dass es nicht ernst gemeint war. Nein, das habe ich überhaupt nicht gemerkt, weil. Du hast deine Waffe rot angemalt. Du hast es total ernst gemeint. Ja, und deshalb nehme ich das auch so auf. Ja, aber die ist jetzt getarnt. Das ist wie die Leute, die draußen Tarnklamotten, Militärklamotten anhaben. Da sieht man dann auch immer nur den halben Körper. Ja, und die rote Waffe. Das ist nur Geld, der will er jetzt gerade nicht nehmen, ist egal. Das ist, Christian sagt, das ist nur Geld. Das lassen wir liegen, das ist nur Geld. Ja, das muss so man ist halt er, auch ne? Es ist nur Geld. Leute, nehmt es nicht zu wichtig. Ist wichtig, aber ist auch nicht das Wichtigste. Was nämlich noch wichtiger ist, ist mehr Geld. Genau. Nett von ihm, dass er sich vorbemerkbar gemacht hat. Hat sich ausgepfiffen, du Pfeife, du. Welcome to the Science Fair, motherfuckers. Jason geht da voll auf in dieser ganzen Killer-Geschichte. Ja. Er geilt sich da sehr dran auf. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die subtilste Mission. Ah, da ist das Cockpit. Aber es ist überhaupt eine Mission. Ist jetzt mal mein Argument. Könnten Sie auch dann so als Quotation, so als Zitat von dem auf die Packung schreiben, ist eine Mission. Christian Fritz Schneider, Gamestar. Es ist ein Spiel. Wir hatten das bei den, gestern waren ja, oder
ja gut, jetzt ist es schon wieder eine ganze Weile her, aber vor einer Weile waren die VGAs, die Video Game Awards, und da hat halt das Halo 4 gar nichts abgeräumt. Aber da sind wir halt auch so drauf gekommen, super Quotes für die Packung. GameStar ist ganz okay. Ja. Halo 4. Nicht so schlecht wie andere Spiele. Oh, das ist ein Heavy. Das ist, glaube ich, unser erster Heavy, oder? Oh, oh, oh. Ja, heilig, heilig, heilig. Oh. Heilig, heilig. Bitte heilig. Heilig, heilig. Bitte heilig, bitte heilig, bitte heilig, bitte heilig. Ja, wenn, dann muss man schon spannen. Alter, du machst dich fertig. Jetzt aber. Oh, jetzt hat doch das lieber. Das hatte gereicht, ja. Egal. Oh. Cool. Hätte man irgendwas erwischen können. Kiste getroffen. Geil. Das sind die Füchse. Da lag noch Geld. Cool. Auch wenn es nur Geld ist, kannst du es vielleicht trotzdem mitnehmen. Aber die, ich glaube, wir haben die Folge wahnsinnig überzogen. Wir haben beide überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Haben die Folge war. Und das ist ja spannend. Das ist ja unfassbar super. Lang. Und deshalb müssen wir sie jetzt abbrechen. Ja, wir dürfen auch keine Sekunde mehr reden. Tschüss. Tschüss. Ja, einfach drauf schießen. Das ist auch frei. Auto in den setzen. Das reicht jetzt. Das muss ich noch verschwenden. Oh, oh. Au, Ken. Ken. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Warum rennen die denn? Heil dich erstmal, heil dich erstmal. Meine Herren. Alter Falter. Oh. Du sahst mir gefährlich aus. Könnte man jetzt theoretisch... Nein, nein, nein. Die tickt schon. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe überlegt. Tick, tick, tick. Was mache ich jetzt damit? Steckst du in die Hosentasche? Wie kriege ich die weg? Jawohl. Noch so 1A. Wahnsinn. Ah, nein. Sieht sehr einladend aus. Fucky, fucky. Fucky, 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 sucky, sucky. I'm working tonight, we all are. Das ist auch geil, für einen Blinden ist es total schwierig, wenn er hier durchkommt. Rechts stinkt es nach Fisch und links stinkt es auch nach Fisch. Da weiß er überhaupt nicht, wo er hingehen soll. Oh, ist so fies. Tell me who you are before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Flammenwerfer! Ja, doch, der ist bestimmt kein verrückter Irrer, der hier alleine sitzt eigentlich in seiner Butze und seit 20 Jahren keinen anderen Menschen mehr gesehen hat. Nein. I'm getting bored now. Du wirst zu schnell nach hinten gegangen währenddessen. Oh, da schreit oh dafür schon. Brennt aber alles andere. Doch, 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 die brennen. Jetzt sind zu der Granate locken. Zur Mine? Zur Mine. Ich weiß, ob die hier noch liegt. Müsste ja noch. Die laufen jetzt in die Mine. Die fahren jetzt in die Mine. Immerhin. Ja! Das ist der Name! Geil. Guck mal, was die mir mitgebracht haben. Man könnte natürlich schon anmalen, was auch nicht unwichtig ist. Aber das lassen wir gerade mal. Mit einem Pfeil auf einer Explosionsplatte. Was denn? Okay. Das ist eine Hyäne oder Dingos? Irgendwelche. Das Dingos brauchen wir. Au! Oh. Au! Au! Oh, schick. Hilft aber auch nichts. Ah ja, das könnte sogar klappen. Zack. Ast rein. Sehr schön. Und was hat der eh keine Zukunft, dieses Video zu machen? Wie wir aus unterschiedlichen Quellen erfahren haben. Diesen Faktor, dass es eben nicht nur Test, sondern eben auch einen gewissen Unterhaltungsgrad alles haben muss und man auch da so ein bisschen... Was macht der denn? Oh. Der Fritz fährt eiskalt in die Öle rein. Oh, ich darf. Oder macht die Taschenlampe ein, das haben sie vergessen. Ja. Die haben den Taschenlampe-Effekt jetzt ins Auto gemacht, das ist ja super. Loot ihn. Ein Fetisch-Item, das ist ja genau das Richtige für dich. Halt dich mal, halt dich mal, halt dich mal. Sehr gut. Oh, oh, oh. Zünd dich mal an. Was immer du mir befiehlst. Richtig. Heil dich, heil dich, heil dich. Ups, 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 ups. Okay. Hui und tschüss. Und hoch den Berg. Oder die Leiter. Turm.
Ach, Details. Details, genau. Aber, wie heißt die Losung so schön? Hey, wir brauchen noch den Buggy. Wenn sich zwei streiten, glaube ich ins Auto. That the Lord will forgive him. Dann hock dich mal wieder hin. Hast du dich daran erinnert, dass sie eben gerade noch in Lebensgefahr war? Was ist ein anderes Pokern da links, ne? Das Peak. Ja, das machen wir nicht nochmal. Nein. Was denn? Ich hab mich gut geschlagen, halt, glaube ich, mich zu erinnern. Hey, hey, hey. Ich glaube, du musst da auch nicht durchs Dorf durchfahren. Du kannst auch außen rumfahren. Ich kann aber. Hallo, Junge. Nee, offensichtlich ja nicht. Ja doch, ich will ja halt nicht überfahren. Ist der doof? Ich schiebe jetzt langsam vor. Ich schiebe dir ins Lagerfeuer. Tschüss. Geh mal voll mit dem Granatenwerfer rein. Einfach mal voll durch. So, sonst noch Kunden. Hast rein. Du musst noch ein bisschen Skyrim spielen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man auch das nebenher interessant macht, oder? Die hast du jetzt gut. Entschuldigung, ja, hast du recht. Ja. Lieber mal ja nein, sagen. Nein. Durch die Furt hier. Na? Oh. Schade. Nein. Das wäre ihr Fahrzeug gewesen. Stört euch nicht, oder? Jungs. Vielleicht stört sie es doch. Die denken, die können mich aufhalten. Oh, was ist da hinter dir? Kommt auch ein Auto, oder? Das klang gerade so. Ah, da vorne. So. Hä? Was ist mit denen los? Ich kann gerade nicht fahren. Irgendwie hängt das Auto fest. Ja, steig aus. Ich fahr bei denen, glaube ich, mit. Das sieht gut aus. Ja, ich auch nicht. Sind die irre hier? Okay. Wo sollen das sein? Hier so. Da so. In 300 Metern da so. Oder so. Schnell, 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 bevor die Alarm aktivieren. So. Das funktioniert. Arnie-Style, Alter. Einfach reingehen. Super, ne? Wie werfe ich einen Granaten? Nochmal. Vielleicht auf G? Auf F? Auf G. Wie auf G. Granaten? Ich lauf einfach mal in die Richtung, dann will ich schon sehen. Lauf doch nochmal durchs Minenfeld. Oh, stimmt, genau. Da war ja was. Mhm. Bis jetzt haben wir nur zwei Mädels befreit, ne? Genau, zwei Mädels haben wir befreit. Ich weiß gar nicht, warum wir noch weitermachen. Ich weiß auch nicht. Eigentlich haben wir alles Wichtige geschafft. Mission accomplished. Und Granatwerfer. Und auch so einen hübschen Granatwerfer. Probier's mal einfach. Mit einem Granatwerfer? Oh, fast. Oh, fast. Das sieht so gut aus. Ha. Ah, geil. Deppen. So. Fahr auch noch auf einen zu, der mit einem Granatwerfer auf sie schießt. Die laufen hier aber auch. Oh, die laufen ja, aber genau davor, die Deppen. Oh, 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 oh. Der sah schon sehr aus, als würde er gleich auf dich schießen. Ja, könnte ich ihm nicht übel nehmen. Daran haben wir ja Übung. Nimm mal lieber den Jeep mit dem Maschinengewehr. Meinst du, dann können wir uns da rein? Das ja, du kannst dich jetzt bedienen. Na gut, jetzt ist egal, jetzt steigen wir ein. Das läuft doch ganz gut. Das läuft doch ganz gut. Das ist erst, was ihm auffällt. Ja, genau. Gerade verprügelt worden und fast gestorben, aber nice tats, man. Wäre mir eine Frau gewesen, hätte übrigens nice tits gesagt. Ich finde es halt immer so geil, diese Höhle. Mit dem einzigen Boot auf dieser ganzen Insel halt. Bekanntlich. Nachgewiesenermaßen. Sie machen halt das so ein Boot, sehr fit. Das hier, ja. Oder was? Hä? Wollen die mich verarschen? Und draußen ist halt alles voller Boote. Alles voll. Wir jagen, weil sie kriegen das Boot ja da nicht raus. Ah, zurück. Oh, eine Spielbare. Ach, guck mal, jetzt sehen wir nochmal. Also da ist Oliver. Dann der hier mit der Mütze. Das ist auch nochmal einer, den wir befreien müssen. Oder ist der schon tot? Ah, Mützen drinnen trage. Ja, ja, hau da mal auf die Tür. Hm? Das wird das Schiff reparieren. Ach, das Boot. Aber das Schiff sieht schon super aus. Ja. Also wenn sie noch ein bisschen mit dem Hammer da rumhaut, dann ist das in 2-3 Minuten abmarschbereit. Was ist das für ein Spasti? Danke für das Gespräch. Jetzt mal ernsthaft. Das hätten wir uns sparen können, die Mission. Können wir die nicht einfach wieder zurückverkaufen? Du bist ja einer. Oder? Auch Deppen werden von uns gerettet. Ach.
Und sie ist auch so richtig nützlich. Wie lange will sie da an dem Kreuz noch rumbasteln? Brauchst du. Oh, und das, was für eine Komposition. Mit dem Sonnenaufgang, mit dem Licht des Morgens. Worauf du so achtest. Wahnsinn. Ne, was heißt, worauf ich so achte? Das hast du ja wohl so arrangiert. Schützt die Hände. Ja, das ist halt... Like a boss. Er ist richtig high. Was? Eine verrückte Frau, schnell weg. Du musst von hinten ran. Das ist oft die richtige Lösung. Da freue ich mich schon total drauf. Guck mal, ich das. Ich glaube, so im Frühling werde ich das mal machen. Ich kann sagen, es muss noch ein bisschen warten, bis es wärmer wird. Na gut. Haben wir jetzt den ersten von diesen Lost Letters gefunden? Gefunden. Das ist der Hammer. So, Tauchgang. Ah! Ah! Mash! Mash it! Auf Gottes Willen! Aber oh. Jasons Arm hält ganz schön was aus, oder? Ja, das kannst du vielleicht... Ludruck sagt nein, voll! Nein, da muss er was rausschmeißen. Weil Krokodili, da brauchen wir sogar. Echt? Nee, wir doch, für irgendein Wallet oder sowas. Nimm's doch mal mit. Krokodili, da haben wir doch noch nicht gehabt. Das braucht bestimmt für jetzt, irgendwas. Jetzt mache ich das auch mal so wie du. Nimm's nicht mit, nur um dich zu ärgern. So ein Depp, der wahrscheinlich Christian. Brauchen wir es nachher, um die Story vernünftig zu wahrscheinlich. Beenden. Den Wars kann man nur mit Krokodilleder umbringen oder so. Eine Allergie, wahrscheinlich ist er allergisch auf Krokodilleder. Das wäre der Trick gewesen. Und jetzt haben wir es verkackt. Danke, Christian. Warum reparieren wir nicht das Boot sonst und fahren damit zurück? Das dauert ein bisschen, aber mein Gott. Da müsste Amanda ganz schön lange raufklopfen. Ja. An verschiedenen Stellen möglicherweise sogar. Wo sind wir jetzt überhaupt? Da oben ist ein geiler, kleiner Tempel. Geiler kleiner Tempel. Jetzt mal. Bück dich, du Tempel, du. Hab jetzt keine Lust auf Diskussion. Na dann. Diamantenjagd. Oh, der ist böse. Nee, das ist, glaube ich, nur bescheuert. Versuchen wir mal mit dem Granatwerfer. Au. Das war im Zweifelsfall falsch. Keith kann warten. Ich glaube, das ist auch okay für den. Bitte? Keith kann warten, sage ich. Das ist, ja, glaube ich, auch okay für da, den. Die haben da ein bisschen Spaß. Die lernen sich kennen. Ja, ich glaube, der findet es okay, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen mit der Rettung. Ja, ja. Der Buck hat auch einen seriösen Eindruck hinterlassen. Ja, der kümmert sich gut um den. Kein Stress jetzt. Das so geil, dass er die Taschenlampe anmacht. Ne? Nein! Ja. Oder auch gekriegt. Oh, wow. Glück gehabt. Wow. Oh, oh, oh. Whee! Spring rein, Indie-Style. Ja, oder auch nicht. Ja, spannende Lorenfahrt. Jedes Mal. Und sie lernen auch nicht draus. Will der jetzt noch auf uns zugerannt kommen? Anscheinend. Ja, komm. Ja, danke. Da wird noch was geboten. Ja, lauf mal wieder zurück. Oh, shit. Ein Heavy. Aber er zündet den gleich mit an, das ist ja nett von ihm. Aber es gibt kein Penetrating, oder? Also bei Keith schon. Oh, ist so fies, ey. Oh, oh. Nein, da ist vorher nie einer drauf gekommen. Das ist ja der Hammer. Der Jason, ein Forscher, ein Wissenschaftler. Nobelpreisverdächtig. Nobelpreis. Wahnsinn. Wahnsinn. Und gleich die Kerzen angezündet. Ah, springen wir besser mal rüber. Ja. Ich weiß auch nicht, was daran lustig ist, Christian. Da kann ich nicht lachen. Die Leute da draußen finden das auch nicht witzig. Das ist ja der Hammer gewesen. Jetzt nervt die mich auch noch. Ich will an dir vorbeirennen. Das war Gold wert. Vielen Dank dafür. Ich weiß auch nicht, was daran lustig ist, Christian. Da kann ich nicht lachen. Leute, da draußen finden das auch nicht witzig. Wer baut sowas eigentlich? Ich meine, die werden doch wahrscheinlich so Baupläne vorher mal irgendjemandem vorlegen müssen. Und wenn dann einer sagt, ja, und wenn dann hier jemand diesen Ring wegnimmt, dann stürzt das ganze Gebäude zusammen. Dass da keiner sagt, echt jetzt? Echt jetzt? In der Tat.